Josef Donko, 34, 6 Jahre älter. Leichter, 700 Gramm leichter als sein Gegner. Hat etwas Längenvorteile. Schauen wir mal. Da reibt sich schon die Ellbogen. Rechtsausleger gegen Normalausleger. Schön abgetaucht zum Takedown. Macht er gut, sehr schön. Holt sich hier den Rücken. Hält den Arm fest. Technisch gut. Josef macht das sehr gut gerade. Ja, die tschetschenische Handschelle, wie man sie so kennt aus dem MMA. Hält hier den Arm fest. Kann jetzt hier mit der linken Hand ein paar Bomben runterregnen lassen. Das macht er stark. Hat auch eine gute Balance. Also dafür, dass er hier sein Debüt gibt, ist er technisch schon sehr beschlagen. Ja, ist ja auch eine, vielleicht auch eine kleine Stärke, gerade so einer Serie wie Wheel of MMA, dass immer wieder auch so Leute dann mal hier die Möglichkeit bekommen, in so einer großen Halle, auf so einer wirklich großen Bühne sich zu präsentieren und dann auch auf sich aufmerksam zu machen. Jetzt in der Oberlage, in der Halfguard-Position, schenkt aber den Underhook hierher. Höttke ist mit dem linken Arm unter der Achselhöhle. Das ist schlecht für Josef. Aber der macht jetzt gerade einen guten Job, hier ihn zu kontrollieren, muss ich sagen. Trotz der Underhooks. Gute Balance. Lässt Höttke jetzt hier arbeiten, der Untermann. Macht gut Druck hier. Bis jetzt auch fehlerfrei. Das sieht jetzt noch nicht viel aus, aber er macht eigentlich im Grunde alles richtig. Ja, und Andi Höttke, der findet da momentan kein probates Mittel. Ja, obwohl er den Underhook hat. Versucht es ein bisschen wirklich mit Kraft, wollte er gerade einfach mal schauen, ob er sich aufrichten kann. Und ja, er sieht ja auch sehr athletisch aus. Das meinte ich auch am Anfang so. Dass er, oh, aber hier steigt er fast in die Mount durch, Josef Donkur. Dass Höttke physisch einfach so krass austrainiert ist. Wow, Josef Donko macht das wirklich sehr gut. Trotz des Underhooks hier. Der Griff hier unter der Achselhöhle ist für Donko denkbar schlecht. So, jetzt ist Andi wieder auf den Beinen. Jetzt schauen wir mal. Was ist das Clinch-Game? Oh, schön. Guillotine ist drin. Stark. Stark. Das macht er nicht schlecht. Das macht er nicht schlecht. Er kämpft hier quasi um den Griff. Versucht ihn immer wieder hier vor die Brust ranzubringen. Und Höttke muss hier schon kämpfen, um hier rauszukommen. Aber der windet sich raus. Schön, schön. Und Höttke ist explosiv. Aber Josef Donkor bleibt cool. Ja, und Andi Höttke, der schnauft. Der hat jetzt ein bisschen Kraft gelassen, um sich da endlich wieder aus der Situation zu befreien. Josef Donkor hier auf sich drauf gehabt. Oh, schöner Tritt zum Kopf. Da muss Donkor aufpassen. Das sieht wirklich nicht schlecht aus für einen Debütanten. Jetzt wird Donko etwas unvorsichtig. Ja, Donko hat... Holt sich den Takedown gleich. Hat vorher bei Judo, Bein? Taekwondo und Ringen Erfahrung gesammelt. Sich das Bein holen mit, der rechten, mit dem rechten Fuß. Ja, müsste er runtergreifen jetzt. Ja. Nee, mit dem Bein. Oder einhaken. Ja, das genau, versucht er jetzt. Hier, genau. Er hört dich. Ja, er hört mich. Das macht er gut. Das macht er wirklich gut. Verzeihung, ich habe dich unterbrochen. Judo und Taekwondo. Judo, Taekwondo, BJJ, Ringen. Also der hat schon ein bisschen durchprobiert, hat er nie Kämpfe gemacht. Er sagt, oder einfach mal nur trainiert. Aber das erklärt vielleicht auch, warum er sich gar nicht so... Oh, angeklingelt. Er taucht zu schnell ab. Er taucht zu schnell ab. Höttke kann ihn da abkontern. Der muss etwas mehr... Bickt ein bisschen wackelig, sah er jetzt aus. Ja, da ist das Knie. Da ist das Knie. Oh, und jetzt kriegt Andi Höttke. Jetzt kriegt er Oberwasser. Und der weiß, eine Minute ist noch da. Ja. Aber der hat selber auch Kraft gelassen in der Runde. Das Josef taucht zu schnell mit dem Kopf ab. Höttke kann da das Knie gut timen, nicht, dass er da in ein Knie reinläuft. Und jetzt wird es ein bisschen Dirty Boxing hier. Oh, und da taucht er wieder ab. Der wackelt. Der schwankt, der nimmt nur noch Treffer. Oh, wei. Josef Donko, das geht dem Ende entgegen. Und Andi Höttke. 30 Sekunden haben wir noch. Ja, aber er steht noch. Ja, und Höttke wird jetzt auch müde. Setzt Treffer auf Treffer. Ja, der hat... Er hat Power verloren, hier. Der ist ganz schön... Da ist das Knie aber zum wieder. Kopf, schon wieder. Und noch ein Treffer. Donko muss das
Du musst die Deckung oben halten, den Kopf nicht runternehmen. Nein. Aber bisher steckt das weg, bisher steckt das gut weg noch. Und Höttke marschiert hier nach vorne. 10 Sekunden noch für Donkur. Oh, weidu. Der fällt. Oh, das wird eine krasse Rundenpause hier. Pff, die brauchen beide die Pause. Dringend. Ja, Donkur aber umso mehr. Oha. Oh, ich bin echt gespannt, ob Donkur hier noch zur zweiten Runde erscheint. Das war kurz vorm Abbruch. Ringrichter hat sie das ganz genau angesehen. Andi Höttke genau hatte angesehen. Aber auch nicht mehr die Power, um ihm da richtig dann das Schlusslicht zu setzen. Ja. Josef steht nicht mehr. Josef muss sitzen. Donkur steht. Verzeihung. Josef sitzt. Höttke steht. Da, hier. Er taucht zu schnell ab. Das hat am Anfang noch zweimal, dreimal gut funktioniert und dann ist er ein, zweimal in Knie hineingelaufen. Ja, das meine ich ja. Tritt nicht zur zweiten Runde an. Schade. Schade. So, während hier die Zeitlupe läuft und die Zuschauer den Bildschirm es gleich noch nicht mitbekommen haben, der Applaus, der kommt auf, der Kampf ist aus.